Kirlian-Fotografie ist eine Art Energiefotografie, bei der das Energiefeld von Objekten und Lebewesen sichtbar gemacht wird. Man bezeichnet sie auch als energetische oder Aura-Fotografie. Sie wurde Mitte der 20er Jahre von einem russischen Ehepaar Semjon und Valentina Kirlian entwickelt. Semjon Kirlian ist zufällig auf diesen Effekt gestoßen, dass ein Objekt, welches auf einer Platte mit einer Hochspannungsquelle verbunden ist, ein Bild auf der fotografischen Platte erzeugt. Die Kirlian-Fotografie beruht auf die Ideen der jahrtausendealten chinesischen Medizin oder sogar auf noch frühere Erkenntnisse anderer Kulturen, dass jedes Objekt von einem elektrischen Feld oder mit anderen Worten von einer Aura umgeben ist. Pionier der modernen Aurafotografie oder auch Bioelektrographie genannt ist der russische Professor Dr. Konstantin Korotkov. Korotkov hat eine sehr interessante Persönlichkeit. Er ist Professor der Computerwissenschaften und Biophysik in Russland, hat über 70 Artikel aus den Gebieten Physik und Biologie veröffentlicht und über 12 Patente für biophysikalische Erfindungen. Er und sein Team entwickelten die GDV-Technologie, welche übersetzt Gasentladungsvisualisierung bedeutet, und eine Weiterentwicklung der Kirlian-Fotografie ist. Die Technologie ermöglicht es, die Energie einzufangen, die von Menschen, Pflanzen, Flüssigkeiten oder anderen Objekten ausgeht. Seine Methoden gehen über die traditionelle Kirlian-Fotografie hinaus. Durch die elektrophotonische Kamera, kurz EPC genannt, ist eine direkte Analyse des Energiefeldes des Menschen oder anderen Organismen in Echtzeit möglich. Der Proband legt nacheinander alle 10 Fingerkuppen auf eine Glasplatte. Wird das Hochfrequenzfeld für einen Bruchteil einer Sekunde eingeschaltet, strahlt der Finger Licht ab. Diese wird von der Kamera erfasst, wodurch dann das Energiefeld berechnet wird. Die Analyse des Energiefeldes wird mittels nichtlinearer Mathematik und Data Mining Methoden berechnet. Mit seinen Erforschungen an lebenden und verstorbenen Menschen sowie an anderen Organismen hinsichtlich ihres energetischen Zustandes wurde er weltweit bekannt. Weltweit werden mit diesem Gerät noch Forschungen in Bereichen wie Medizin, Biophysik oder Parapsychologie durchgeführt. Das Team stellte fest, dass diese Bilder bei Menschen eine Art Lebensenergie darstellen, welche den physischen und emotionalen Zustand des Menschen aufzeigen und von Person zu Person unterschiedlich sind. Physisch und emotional gesunde Menschen haben eine hohe strahlende Aura gezeigt. Schwaches Leuchten dagegen konnte auf eine Krankheit hinweisen. Korotkov führte in diesen vergangenen Jahren eine Reihe von internationalen wissenschaftlichen Kongressen in Russland durch, an denen Wissenschaftler aus 46 Ländern ihre Ergebnisse mit dieser Technologie präsentierten, zum Beispiel für die Frühdiagnose bei Krebskranken. Die GDV-Methode erwies sich als schnelles und zuverlässiges Verfahren für die Untersuchung des emotionalen und physischen Zustandes eines Menschen. Für viele war es schwer zu glauben, dass diese Leuchtkraft unseren gesamten seelischen und körperlichen Zustand repräsentiert. Korotkovs großes Interesse an der Seele, wie auch dem spirituellen und über 30 Jahre Forschung zeigten zum Beispiel, dass diese Lebensenergie nach dem Tod nicht sofort verschwindet. Im Leichenschauhaus in Russland macht er bis zu 7 Tagen nach dem Tod noch Kirlian-Bilder von verschiedenen Leichen. Er stellt fest, dass je nachdem, wie der Mensch gestorben ist, auch diese Lebensenergie sich dementsprechend verhält. Bei einem Tod, auf den der Mensch vorbereitet war, erlosch die Lebensenergie gleichmäßig innerhalb von 36 Stunden. Bei einem plötzlichen und gewaltsamen Tod dauerte es länger, etwa 72 Stunden. Bei Selbstmord dauerte es etwa eine Woche. Korotkov berichtet, dass er und die Forscher in mehreren Jahren viele Daten gesammelt haben, die belegen, dass es nicht einfach die elektrischen Aktivitäten eines Körpers sind, die die Kirlian-Bilder aufzeichnen, sondern etwas viel Komplexeres, was scheinbar mit der Welt der Emotionen und der Psyche zusammenhängt. Auch fanden sie heraus, dass die Entfernung von Organen der Leiche sich auf die Lebensenergie auswirkt. Beispielsweise war bei einer Leiche in der Aura ein zusätzlicher Lichtfluss zu beobachten.
Nach der Entfernung der Leber in der Autopsie entstand an dieser Stelle ein Loch. Dies war ein Hinweis auf eine sehr aktive Leber. Die Autopsie ergab, dass dieser Mensch tatsächlich an Leberversagen gestorben ist. Korotkow interpretiert die vielen Ergebnisse so, dass es eine Trennung zwischen den physischen und mentalen bzw. spirituellen Aktivitäten geben muss, da diese Lebensenergie nicht sofort mit dem Körper stirbt. Die Kamera konnte ebenso den Einfluss von Drogen wie Alkohol auf die Lebensenergie nachweisen. Meditation und Spiritualität wirkte positiv auf die Leuchtkraft. Ebenso konnte der Einfluss von Lebensmitteln auf den Körper und umgekehrt der Einfluss des menschlichen Energiefeldes auf die Umwelt nachgewiesen werden.